Moin Moin YouTube und herzlich willkommen wieder zurück zu Final Fantasy 7 mit euer Giga Tobi. Und ja, wir sind jetzt hier stehen geblieben um der Spitze des Reaktors, weil ich habe gegen Reno schon gefailt und naja. jetzt weiß ich, wie ich das machen muss. Er hat ja den letzten Part ja immer hier seine Pyramiden eingesetzt, dass wir uns ja nicht mehr bewegen könnten. Und ja, wir sind ja manchmal, ich bin ja dann glaube ich ja zweimal gescheitert. Aber diesmal weiß ich jetzt, dass wir die Dinge angreifen müssen. Wir dürfen keinen Zauber einsetzen, weil wir müssen ja schließlich unsere Teamkollegen, dürfen wir ja nicht immer halt so viel Schaden zurichten, darum physisch. Ja, deshalb keine Magie einsetzen, Leute, ne? Sag ich euch jetzt mal so als Tipp. Und er ist schwach gegen Eis und Feuer. So, müssen Cloud angreifen. Aua, ey, mit seinem blöden Taserstab da. So, jetzt können wir uns wieder bewegen. Und yeah! So. Hey, hallo? So. Bam, bam, bam. Ja, der hält ganz schön viel was aus. Er soll irgendwie 1000 HP haben, dieser Magger. Oh. Trank, Tiffer. So, jetzt greifen wir mal Barret an. Oh. So, Barret. Jawohl. Setzen wir wieder mein Eis ein. Und Feuerball. Er ist ja auch schwach gegen Feuer. Nimm das! Voll blöd, dass man nicht die Lebensanzeige von den Gegnern sieht. Hätte ich eigentlich cooler gefunden. Oh. So, Cloud. Renno, diese Memme machen wir platt. Oh, okay. Zack. Es ist also Zeit, was? Hey. Ja, klar, ja, so nur noch ab. Und wir sind jetzt Level 12 und Barret auf 11. Jawohl. Ja, klar. Okay, ich versuch's. Es ist keine normale Zeitbombe. Oh oh, Sank? Du hast recht. Du wirst Probleme haben, sie zu entschärfen. Sobald ein blöder Idiot sie anfasst, explodiert sie. Bitte, stoppe sie. Hahaha. Nur ein Shinra-Leiter kann das Notfall-Plattenausrüstungssystem einschalten und entschärfen. Halt die Klappe! Das würde ich nicht versuchen. Dabei könnte ich unseren Gast hier verletzen. Aeris! Oh, ihr kennt euch? Wie schön, dass ihr euch noch ein letztes Mal sehen konntet. Ihr solltet euch bei mir bedanken. Was hast du mit Aeris vor? Ich weiß noch nicht. Unser Auftrag war es, den letzten Verbleibenden des alten Volkes zu finden und zu fangen. Es hat lang gedauert, aber jetzt kann ich endlich dem Präsidenten hiervon berichten. Tifa, keine Angst. Sie ist in Ordnung. Alter, voller Magger. Aeris! Beeil dich und weg von hier. Na, genau jetzt sollte es anfangen. Meinst du, du entkommst rechtzeitig?
Jo, Young, alles jetzt nieder. Oh Mann. Wie sollen wir jetzt hier wegkommen? Wenn die Platte anfängt runterzukommen, doch, wir können dieses Drahtseil benutzen, um herauszukommen. Wunderbare Idee, Barrett. Und los. Da, jetzt geht das der Bach runter. Und da geht eine Platte nieder. Von der Stadt. Da beobachtet der Präsident wohl. Marlene, Marlene! Marlene! Bix? Witch! Jesse! Verdammt! Verflucht! Zur Hölle damit! Was zum Henker soll das? Ah! Hey, Barrett! Barrett! Ah! Hey, Barrett, hör auf. Hör bitte auf, Barrett. Ah. Verdammt, durchdrehen. Hoffnungslos. Gott verdammt. Marlene. Barrett. Marlene. Ich glaube, Marlene ist in Sicherheit. Wie? Direkt bevor sie mitnahm, sagte Aris, ich soll mir keine Sorgen um sie machen. Vermutlich meinte sie Marlene. Wirklich? Aber Big Switch und Jesse, sie waren alle auf dem Pfeiler. Glaubst du, das weiß ich nicht? Wir haben alle gemeinsam gekämpft. Ich will sie einfach nicht für tot halten. Und die anderen Leute in Sektor 7? Das ist doch pervers. Die zerstören ein ganzes Dorf, nur um uns zu kriegen. So viele Menschen starben dabei. Willst du damit sagen, dass es deine Schuld war? Weil Avalanche hier war. Unschuldige Menschen haben ihr Leben wegen uns verloren. Nein, Tifa, das ist es nicht. Natürlich nicht. Das sind nicht wir. Das sind die verdammten Shinra. Es war nie jemand anderes als Shinra. Sie sind schlecht und zerstören unseren Planeten, nur um ihre eigene Macht zu vergrößern und dabei reich zu werden. Wenn wir uns nicht von ihnen befreien, dann zerstören sie diesen Planeten. Unser Kampf ist erst zu Ende, wenn wir uns vor ihnen befreit haben. Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Glaubst du mir nicht?
Das ist es nicht. Ich bin mir selbst nicht sicher, aber meine Gefühle. Und was ist mit dir? Fein. Und wo will er hin? Oh, Eris. Ach ja, das Mädchen. Was ist mit ihr? Los mit ihr. Ich weiß nicht so recht, aber ich habe Marlene bei ihr gelassen. Marlene? Tiffa, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Das zerstörte Spielplatz nun. Okay, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen, so wie es aussieht. Cloud! Bring mich zu Marlene. Wirst du Eris helfen? Ja, aber zuerst möchte ich etwas wissen. Was denn? Und zwar über das alte Volk. In meinen Adern fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin einer der rechtmäßigen Erben dieses Planeten. Sephiroth. Ist mit dir alles in Ordnung? Reiß dich zusammen, Mann. Okay, Das sieht irgendwie nicht nach einem Weg aus oder so, finde ich immer. Ah, hier schon wieder dieses blöde Viech da. Naja, jetzt haben wir wenigstens Barrett bei uns. Oh. Hör, blöde Viech. Eine blöde Explosionsattacke. Aber na, aber gut, dass sie nicht so, so viel abzieht. Querhieb. Final Swarm Slash. Bam. Besiegt. Oh yeah. Rückwärtssalto hat sie jetzt drauf. Okay, coole Sache. Komme ich da jetzt hin? Ach ja, ich muss wieder oben herumlaufen, glaube ich. Was kommt jetzt als nächstes? Ach, die Viecher. Alter, dürfen wir auch mal angreifen? Heilung! Oh yeah! Gucken wir mal, ob ein Blitzzauber funktioniert bei den komischen Viechern. Wunderbar! Dum, dum, dum. Ach ja, unten ist der Weg. So. Warte mal, sollen wir jetzt nach oben laufen? Ah, zu ihrem Haus. Cloud, oder? Es geht um Eris, oder? Sorry, Shinra hat sie. Ich weiß, sie haben sie von hier genommen. Sie waren hier. Das wollte Eris so. Was will Shinra von Eris? Eris ist von altem Volk. Die einzige Überlebende des alten Volkes. Was hast du gesagt? Aber bist du nicht ihre Mutter?